Pfeiffer fragt. Butter bei die Fische. Erst denken, dann reden. Heute Meinungskampf statt Menschenwürde. Wie schützen wir die Freiheitsrechte? Zu Gast Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Butter bei die Fische, dem kernigen Dialogformat mit anspruchsvollen Themen, interessanten Gästen und dem Versprechen, dass die Antworten auch mal länger als 30 Sekunden sein dürfen. Zumindest dann, wenn der Luftraum über dem Stammtisch dabei sauber bleibt und das Motto des Talks eingehalten wird. Erst denken, dann reden. Daher senden wir auch besonders gerne heute Abend aus dem Amerika-Zentrum im Herzen der Hamburger Hafen City mit freundlicher Unterstützung unserer Kooperationspartner Friedrich-Naumann-Stiftung, The Radio Group und Red Piñata. Ich bin Jürgen Pfeiffer und unser Thema in der nächsten Stunde heißt Meinungskampf statt Menschenwürde. Wie schützen wir die Freiheitsrechte? Und bevor wir uns auf die Suche nach den verschiedenen Antworten auf diese Frage machen, will ich Sie mit einer Frau bekannt machen, die nicht nur jede Menge politische Erfahrung zu diesem Thema mitbringt, sondern vor allem über Jahrzehnte hin Sach- und Fachkenntnis und, was dazugehört, vor allem eine bewundernswerte Portion Leidenschaft für das Thema. Sie kommt, so kann man nachlesen zumindest, aus einem konservativen Elternhaus, fand interessanterweise über das Kabarett in ihrer Geburts- und Heimatstadt Minden an der Weser zur Politik. Sie studierte Jura in Bielefeld und Düsseldorf. 1979 trat sie in die FDP ein und wurde bald so etwas wie das liberale Gewissen der Partei. Da ihr der Schutz der Freiheitsrechte sehr am Herzen liegt, zählt sie seitdem zu den profiliertesten Streitern der Republik für bürgerliche Grundrechte. Weil die Regierung Kohl und auch die Mehrheit ihrer Partei im Übrigen 1996 den großen Lauschangriff einführen wollte, trat sie sehr konsequent an dieser Stelle zurück. Unter ihrer Führung als bayerische FDP-Landesvorsitzende brachte sie die Liberalen 2008 mit einem sensationellen Ergebnis wieder zurück in den Landtag, bevor Angela Merkel sie 2009, und das passiert sehr selten, ein zweites Mal zur Bundesjustizministerin ernannte. Ihr aktuelles Buch, 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, trägt daher auch nicht zufällig den Titel Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit beziehungsweise die Jeanne d'Arc der Bürgerrechte, wie sie der langjährige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl einmal genannt hat. Herzlich willkommen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Danke. Butter bei die Fische, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Würden Sie heute lieber nicht ins Kabarett gehen, als wieder weiter Politik zu machen? Eigentlich, wenn beides. Das gehört ja irgendwie zusammen. Ohne gewisse Politik geht ja im Kabarett wirklich der Inhalt aus, die Themen aus. Auf der anderen Seite, es war, glaube ich, noch nie so fordernd, Politik zu machen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr in andere Bereiche begeben, als in die der aktiven Parteipolitikerin. Ich habe auch kein Mandat auf Bund- oder Landesebene, aber es gibt ja genug zu diskutieren in unserer Gesellschaft und über politische Stiftungen und andere Formen, ja, also von der Politik lassen kann man nicht, aber Kabarett, da kann ich also jetzt nicht mehr so richtig mithalten. Das also ist doch jetzt Olli Welke und die Heute Show ist nichts für Sie. Nee, heute. Okay, also diese zweite Karriere brauchen wir bei Ihnen nicht befürchten. Nee. Okay. Müssen Sie nicht befürchten. Lassen Sie uns mal mit einer aktuellen Bestandsaufnahme zu dem Thema Meinungsfreiheit starten. Wenige Meter von uns muss der AfD-Mitbegründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke unter Polizeischutz zur Vorlesung an die Uni Hamburg kommen, wird dort niedergebrüllt, als Nazischwein beschimpft. Die gleiche Uni hat den FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner von einer politischen Diskussion wieder ausgeladen, zu der ihn die liberale Hochschulgruppe eingeladen hatte. Dem früheren Bundesinnenminister und ihrem Kollegen Thomas de Maizière versperrte eine Gruppe linker Demonstranten vor kurzem in Göttingen den Weg zu einer Buchlesung. Haben Sie eine Erklärung, warum diese Art von Verrohung des Diskurses, diese Form von Intoleranz gegenüber anderen Meinungen so fröhliche Urstände feiert und so stark wird? Also wir dürfen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als sei das jetzt was ganz, ganz Neues in Deutschland. Wir haben natürlich einige Jahrzehnte zurückliegend auch ganz heftige Debatten, auch an Hochschulen, an Universitäten gehabt. Da ging es auch richtig zur Sache. Aber was jetzt hier doch bemerkenswert ist, es haben Gruppen, teilweise auch versucht wohl mit Gewalt, jemanden zu verhindern, wo sie sagen, der hat jetzt nicht das Recht, weil er zum Beispiel Mitbegründer, entscheidender Treiber mit der AfD gewesen ist. Man ist politisch dagegen, was zunächst mal Sympathien hervorruft, aber natürlich überhaupt kein Recht gibt, jemanden da nicht reden lassen zu dürfen. Aber man meint vielleicht, sich moralisch da doch
im Recht zu befinden, im Recht in Anführungsstrichen, nach dem Motto, so einer darf doch keine Plattform bekommen. Das, denke ich, sind so Muster, die man da findet. Das übrigens auch ein Muster war in Frankfurt an der Uni. Es war jetzt nicht ein bekannter Politiker oder Politikerin, aber eine Professorin, die das Thema Kopftuch auf die Tagesordnung gesetzt hat und da eine Diskussionsrunde hatte. Und natürlich kann man da mit Fug und Recht streiten, welche Begründung hinter alles Mögliche. Und das muss auch erfolgen in der Demokratie. Aber quasi Mittel anzuwenden, dass so eine Veranstaltung gar nicht stattfinden kann, weil man sagt, das brauchen wir hier nicht, die Meinung gefällt uns nicht, das, denke ich, ist etwas, ja, was doch dazu führt, dass man jetzt aufstehen muss und vielleicht sich mal sogar für Leute dann irgendwo mit einsetzt, mit denen man sonst politisch überhaupt nichts gemein hat. Interessanterweise ist das ja von beiden Seiten der Fall, nicht? Es ist ja nicht immer nur die Linke sondern es sind ja beide extreme Spektren. Habe ich auch jetzt gar nicht zugeordnet, einem Spektrum. Und dann erinnere ich mich immer nur an den Satz, den man ja angeblich Voltaire zurechnet, aber es war wohl die Biografin, wo er eben gesagt hat, ich sterbe dafür, dass du deine Meinung sagen kannst, auch wenn ich sie im Ansatz, im Kern überhaupt nicht teile, aber du musst die sagen können. Und das ist eben schwierig für manche anscheinend zu ertragen. Und deshalb müssen wir schon dafür auch kämpfen, weil das ist ein Element in unserer Demokratie. Dann verlieren wir auch ein Stück Streitkultur. Vor wenigen Tagen hat die FDP im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat darin gesagt, ich zitiere ihn mal kurz, Zitat, eine plurale Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Vielfalt zelebriert und nicht andere Meinungen pauschal abqualifiziert oder Menschen niedergebrüllt werden. Zitat Ende. Verlieren wir unter dem Strich tatsächlich die Meinungsvielfalt an dieser Stelle, weil jeder meint, dass er alles ungestraft sagen und tun darf, solange es nicht ein Offizialdelikt wird, das sofort von der Polizei verfolgt wird? Also es ist ja jetzt, wie gesagt, nicht ein Recht, was wir jetzt mit einem Mal haben, sondern natürlich besteht das seit Gründung der Bundesrepublik. Und da, wenn wir mal in frühere Debatten schauen, ist es ja teilweise ganz anders zur Sache gegangen. Ich frage mich manchmal, haben wir ein bisschen verlernt, auch das, was zu einem Streit, im Ringen um auch richtige Antworten, Lösungsansätze einhergeht, haben wir ein bisschen da verloren, damit auch tatsächlich umzugehen. Argumente, ne? Also es sind ja, natürlich es mit Argumenten, natürlich sachlich bezogen. Das kann auch zugespitzt sein, das kann auch polarisieren, aber natürlich nicht den Einzelnen diffamieren, niedermachen oder ganz wirklich außerhalb dessen, was man noch vertreten kann, mit Gewalt zu versuchen, wirklich zu verhindern, dass da, gerade jetzt an Universitäten, wo man jetzt nun diesen Austausch eben auch auf intellektuellem Niveau pflegt, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, der Stammtisch ist ja auch eine wichtige Form der Auseinandersetzung, weil ich mich auch nicht drüber erheben, ich muss ja nicht hingehen, wenn ich es nun gar nicht will. Das ist ein schönes bayerisches Sprichwort, nicht? Man muss dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Munde reden. Ja, da ist ja schon was dran, also dass man mitbekommt, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, aber dass natürlich ein Politiker oder eine Politikerin nicht sagen kann, das übernehme ich jetzt eins zu eins, denn es gibt 80 Millionen Bürger, ja, nach wem richte ich mich denn dann? Aber ich muss wissen, was vorgeht. Und wenn da doch ein Stück weit auch, sag ich mal, Intoleranz oder die Bereitschaft da ist, gar nicht erst in so eine Auseinandersetzung zu kommen, dann würde ja schon was verloren gehen, dann würde ein wichtiges Element unserer Demokratie verloren gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, auf dem besten Weg dahin sind wir, aber es sind doch Erscheinungen, wo wir nicht einfach nur zur Tagesordnung übergehen können. Wenn wir jetzt mal das Instrument, das sehr oft für Diffamierungen, Beleidigungen und ähnliche Dinge genommen wird, heranziehen, nämlich einfach das Internet in den verschiedenen Verästelungen, an welcher Stelle auch immer, ist es einfach nur deswegen der Fall, weil es so leicht ist, weil man nicht sanktioniert wird? Also ich kenne Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik. Auf allen Ebenen besteht ein großer Teil des Geschäfts in dieser Welt darin, dass man sich vertraut, dass man sich in die Augen schaut, dass man weiß, man sieht sich ein paar Mal wieder, wenn man in der Karriere nach oben geht, manchmal schlimmstenfalls auch wieder, wenn es nach unten geht. Also man sieht sich zweimal im Leben, manchmal zweimal im Halbjahr oder zweimal in der Woche, je nachdem. Und geht möglicherweise deswegen ein bisschen anders miteinander um. Ist das durch einen digitalen Weg einfach schlicht nur ausgehebelt? Haben wir noch nicht gelernt, uns in einer Netiquette im Internet einfach anders oder adaptiert Knicke zurechtzulegen, so wie wir ihn vielleicht mal, wenn wir Glück hatten, in der Kindheit gelernt haben? Ich glaube, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Kommunikation mittels der verschiedenen Angebote, die das Internet bietet,
per se generell nur diffamierend, hassgeprägt und niedermachend ist. Also es gibt einen Großteil natürlich auch der anderen Form des Austausches. Timothy Garton-Ash hat sich intensiv damit beschäftigt, hat viele europäische Länder bereist, viele Umfragen, Untersuchungen vorgenommen. Aber natürlich dürfen wir auch nicht so tun, als sei das etwas, wo wir einfach drüber weggehen. Aber ich bin immer sehr dafür, dass man auch da differenziert. Ja, Netiquette haben wir das nicht gelernt. Also, dass dann, wenn ich irgendwas raushauen will und mich über irgendetwas wahnsinnig aufrege, mich vielleicht leichter tue, auch Hürden zu nehmen, vielleicht auch Tabus, die es sonst im Anstand des Umgangs miteinander gab, weil ich eben mein Gegenüber nicht sehen kann und ihm nicht in die Augen schaue, dann sage ich eben nicht ein Schimpfwort hier ihm in die Augen sehen, sondern ich hau's raus. Da gibt's Untersuchungen, die sagen, ja, das befördert das sehr wohl. Ich bin sehr dafür, dass man sich da unterhält. Was sollten denn eigentlich so, ja, Netiquette, also wie sollte man denn da auch miteinander umgehen? Was nicht heißt, dass ich irgendjemandem vorschreibe, was er zu sagen hat, aber um vielleicht in einen etwas auch verträglicheren Austausch zu kommen. Das ist für manche vielleicht nicht einfach, manche benutzen es aber auch gezielt, weil ich damit vielleicht gerade eine gewisse Teile von Bürgerinnen und Bürgern erreichen kann, Teile unserer Bevölkerung erreichen kann, die genau darauf reagieren und anspringen und das eben gewusst bezielt auch so eingesetzt wird. Die lassen sich natürlich von keiner Etikette in irgendeiner Form, da sage ich mal, auch bremsen. Also ein Stück weit muss man damit umgehen, soweit es sich außerhalb dessen Handel bewegt, was dann auch strafrechtlich relevant ist. Was über die Grenzen haben. Und über die Grenzen auch, die manche Juristen in Berlin an dieser Stelle möglicherweise neu definieren, reden wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz zurück, machen Werbung und sind in ein paar Minuten wieder da. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Willkommen zurück in der zweiten Runde bei Butter bei die Fische mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Meinungskampf statt Menschenwürde. Wie schützen wir unsere Freiheitsrechte? Ist das Thema heute. Eben gerade bei der Frage, wo sind die Grenzen, gibt es eine ganz spannende Geschichte. Auch vor ein paar Tagen passiert, dass in einem jüngsten Urteil der 27. Zivilkammer des Landgerichts Berlin eine Grünen-Politikerin namens Renate Künast mit Ausdrücken zu Recht nach diesem Urteil des Landgerichts weiterhin beschimpft werden darf wie Geisteskranke, Dreckschwein oder Stück Scheiße, um nur die harmloseren Formulierungen zu nehmen und zu zitieren. Wie viel Dreck aus Ihrer Erfahrung, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, müssen Politiker und Privatpersonen schlucken, bevor die Justiz einschreitet? Und ist das Urteil, das Sie ja sicherlich auch juristisch bewertet haben an dieser Stelle, nicht eher hinderlich, um an eine Netiquette, über die wir gerade gesprochen haben, beziehungsweise an eine Form von Selbstdisziplin der Nutzer solcher digitalen Medien zu appellieren? Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politikerinnen, Politiker, die eben in Auseinandersetzungen sind, die haben schon etwas auch zu ertragen. Also da darf man nicht nur zimperlich und empfindlich sein, aber das ist ja ein Unterschied zu dem, was wirklich unmittelbar einem persönlich jetzt auch in wirklich Schimpfworten ganz tief in der Kiste, in die Kiste gegriffen, das waren die Harmlosen, wirklich. Einem vorgehalten wird. Und bei allem, was politischer Diskurs bedeutet, in dem natürlich möglichst wenig auch ein Gericht Vorgaben machen will, was ich ja auch voll verstehe, gibt es natürlich schon Grenzen. Und ich denke, man hat hier, ich sag's mal vorsichtig, überdehnt das, was hier mit im politischen Zusammenhang stehend und deshalb noch hinnehmbar erläutert und begründet wurde, um dieses Urteil eben dann so entsprechend zu fällen. Also ich kritisiere das deshalb in dieser Form, bin ich nicht die Einzige. Wir haben in unserem Rechtsstaat die Möglichkeit, dass ein Gericht in einer nächsten Instanz sich noch einmal damit beschäftigt und auch die Bewertungen und Abwägungen vornimmt, denn es sind Bewertungsentscheidungen. Aber es gibt eine Grenze dessen, was auch an Schmutz und Beschimpfung personenbezogen ausdrücklich, nicht irgendwo allgemein so in den Raum gesprochen, auch, denke ich mal, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, zu ertragen. Ein Fall für das Karlsruher Bundesverfassungsgericht? Oh, jetzt warten wir doch erstmal ab, jetzt gibt es die nächste Instanz und dann schauen wir mal. Es gibt inzwischen eine unglaubliche Fülle von Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu
Meinungsfreiheit, auch zu Äußerungsrechten, auch natürlich zur Pressefreiheit, Spannungsfeld, Persönlichkeitsrecht. Also ich meine jetzt nicht, dass man den Begriff Hass neu definiert. Ich meinte nicht den Begriff Hass neu zu definieren. Es geht mir nicht nur um die Begriffsklärung, es geht mir um die Frage der Grenzziehung. Es ist schon klar, Und genau damit befassen sich natürlich Gerichte seit langem. Und natürlich hat da die Meinungsfreiheit einen unglaublichen Stellenwert, auch bei der Bewertung des Verfassungsgerichtes. Aber das heißt eben nicht, dass alles und jedes letztendlich hingenommen werden muss, auch von Politikern. Und ich kann mir vorstellen, dass man da doch nochmal in eine neue Bewertung eintritt. Einer der extrem schwer zu greifenden Bereiche war auch schon vor einigen Jahren das Internet. Deswegen gab es einen Vorgänger der heutigen Justizministerin und einen ihrer Amtsnachfolger, der einen ersten Anlauf zur Kontrolle gemacht hat, nämlich Heiko Maas vor 2 Jahren mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das sollte dafür Sorge tragen, dass strafbare Hetze im Netz und illegale Posts in sozialen Netzwerken beispielsweise verschwinden. Im Ergebnis heute, nach 2 Jahren, sind sich die meisten Fachleute einig, das war ein Satz mit X irgendwo, das Löschen der Beiträge in 24 Stunden, so das inhaltliche Anforderungsprofil, funktioniert nicht. Die Urheber von Morddrohungen können danach eher schwierig ermittelt werden, weil die sogenannten IP-Adressen und ähnliche Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen. Weil auch unter anderem eben Technikkonzerne nicht so kooperieren, wie sie sollten. Mal, auch wenn es sich aus Amtsrücksichtnahmen vielleicht nicht gehört, aber Butter bei die Fische, was würden Sie anders gemacht haben, wären Sie an Heiko Maas Stelle gewesen? Also ich habe von Anfang an doch gegen diese Ausrichtung dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in vielen Punkten ja ganz klare Kritik und auch Bedenken gehabt. Ich sage mal gleich einen Hauptpunkt. Letztendlich ist es jetzt so, dass große Konzerne, die natürlich ihre Interessen haben, die wollen, dass die Nutzer möglichst lange auf ihren Seiten bleiben, auch wenn es um mieseste Inhalte geht. Und das zieht dann alles, wenn es um Werbeangebote, Werbeplätze geht. Und das ist ja ein Modell, mit dem in sehr erheblichem Umfang eben sich diese Konzerne auch finanzieren, auch in ganz guter Dimension. Also es ist ja jetzt nicht ein Wohlfahrtsverein, der das macht aus sozialer Verantwortung heraus. Und in meinen Augen ist jetzt eingetreten, das, was wirklich problematisch ist, dass nämlich diese Konzerne letztendlich entscheiden, was meinen sie, weil sie natürlich unter Druck stehen mit hohen Bußgeldanforderungen, nach 24 Stunden oder auch nach einer Woche, wird da so ein bisschen differenziert. Sie entscheiden, was ist jetzt noch eine Meinungsäußerung, die da noch, sag ich mal, sich im Rahmen des Erlaubten bewegt und was nicht. Was wohl nicht durch das Gesetz eingetreten ist, ist das, was ich auch so im Kopf hatte, dass viel zu viel gelöscht wird, also so ein Overblocking. Das soll angeblich nach denen, die sich mit diesem mit der Praxis beschäftigen, wohl in der Form nicht eingetreten sein. Nur, es entscheiden die Konzerne, was dann nicht mehr eben sichtbar ist. Gibt es noch ein zweites Problem an der Stelle, nämlich den Zwang, dass das Opfer oder derjenige, der betroffen ist von Hate Speech oder anderen Dingen, dass der aktiv ans Bundesamt für Justiz herantreten muss und dass es keine automatische Art von Klage gibt von der Staatsanwaltschaft? Ja, also automatisch ist sowieso ganz schwierig. Der Einzelne muss sich da an diese Behörde wenden, die zum Justizministerium gehört. Gerade zum Beispiel, wenn er auch betroffen ist, jetzt gar nicht als Betroffener von einer Beleidigung, sondern wenn seine Meinungsäußerung genommen wurde und er sagt, also das ist ja jetzt etwas, was ihr mit eurem Algorithmus vollkommen falsch erfasst habt, da sitzen ja nicht nur Personen da, die das alles bewerten, sondern natürlich ist das eine technisch unterstützte Entscheidung, die da getroffen wird. Ich glaube, es hat sich inzwischen durchgesetzt, dass auf alle Fälle mindestens mal eine Evaluierung dieses Gesetzes notwendig ist. Und jetzt diskutiert man über Elemente, die auch alle nicht so ganz einfach sind. Also zum Beispiel eins, dass man sagt, automatisch müssen alle Konzerne, alle Plattformbetreiber, das sind dann Konzerne, automatisch melden bestimmte Inhalte. Jetzt ist da ja nur, jetzt sollen sie bestimmte Dinge raussuchen, aber das soll in der gesetzlichen Meldepflicht verankert werden. Und dann brauchen sie einen Algorithmus, der das macht. Und Christiane Lambrecht hat noch keinen gefunden. So, und das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste, weil wir haben jetzt debattiert über diese eine Meinungsfreiheitsgrenze, was eine Politikerin betraf. Gibt es ja natürlich viele andere Punkte. Es ist immer eine Bewertungssache. Aber Christiane Lambrecht hat auch gesagt, man könnte ja das Delikt sozusagen Verhetzung oder Volksverhetzung ist ja schon ein Straftatbestand.
Man könnte es jetzt zu einem Offizialdelikt machen, sprich, es muss von den Behörden sozusagen verfolgt werden. Wäre das nicht eine, ich sag mal, parallele Form von Erleichterung, weil auf dem Klageweg, bis jemand das macht... Aber Volksverhetzung ist kein Privatklagedelikt. Also bei einer Beleidigung muss ich einen Antrag stellen. Das muss ich bei der Volksverhetzung nicht. Da muss die Staatsanwaltschaft dann mit der Polizei zusammen ermitteln. Also das würde ich sagen, verändert jetzt nicht viel. Manche wollen drangehen und sagen, Volksverhetzung soll auch gelten, wenn man in geschlossenen Foren debattiert. Das ist natürlich auch mit diesen Formen, die das Internet bietet, sehr wohl möglich. Und da geht natürlich nochmal ganz anders die Post inhaltlich ab. Da ist zu überlegen, soll das dann alles wie öffentlich behandelt werden? Wie ist das, wenn jetzt ganz viele Meldungen kommen? Erstens, was wird alles erfasst? Zweitens, kann die Staatsanwaltschaft das bewältigen? Haben wir genug Leute, die sich da auskennen? Also wenn ich da mal mir vorstelle, das sind fünfstellige Meldungen. NRW hat jetzt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit diesem Thema. Die haben die gegründet, das heißt noch nicht, dass unbedingt mehr Personal da ist. Also ich sag mal, das ist alles eine ganz schwierige Sache. Also so eine ganz einfache Patentlösung, die man ja immer am liebsten hätte, gibt es in diesem Bereich mit Sicherheit nicht, wenn ich eben auch nicht zu tief letztendlich auch in freie Kommunikation hinein. Also ich fasse erstmal so einen Zwischenstand zusammen. Der bisherige Weg war kein erfolgversprechender. Der Automatismus braucht einen Mechanismus, der automatisch funktioniert. Wahrscheinlich nicht nur auf der Seite des Suchenden, sondern auch des Empfängers. Also es wäre wahrscheinlich ein staatsanwaltlicher Algorithmus, der das dann übersetzt, was er dazu gefüttert bekommt, auf dem, als Gegenpol auch nicht blöd. Aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie Sie sagen. Wir haben möglicherweise noch nicht die ausreichende Schulung oder auch nicht das ausreichende Personal in den Staatsanwaltschaften. Was wäre dann der Weg B oder C? Also letztendlich ist klar, über das, was Strafbares im Netz geäußert wird, muss am Ende die Justiz entscheiden. Also das ist mal einmal ein Satz, der gilt einfach. So, und wie aber da, wo man das, kein Kläger, da kein Richter. Und wie man das jetzt macht, wie man das auch technisch macht, dass man nicht in eine Situation kommt, dass man auch jetzt wieder viel zu weit geht. Das ist ja genau dieses Spannungsfeld, was ja hier immer im Raum steht. Das, glaube ich, ist bisher auch einmal nicht so richtig, also es gibt nicht wirklich so eine richtig auch funktionierende technische Lösung. Wer will schon eine permanente Inhaltsdurchsuchung im Internet haben? Ist genau das, was man eigentlich immer abgelehnt hat, weil man es nicht wollte. Und sollen das jetzt Konzerne machen können? Und was machen die das auch für andere Bereiche? Also die Rechtsdurchsetzung ist durch die digitale Entwicklung in diesem Bereich schon schwieriger geworden. Das muss man einfach konstatieren. Wir werden in der nächsten Runde ein ganz kleines bisschen weiter in den Bereich Datenschutz und auch in die verzwickten Fälle reingucken, wo das Digitale tatsächlich so schwer zu knacken ist, dass es technisch schon ein Problem wird, sich mit Terroristen, Extremisten und anderen, die unsere Sicherheit auf einer ganz konkreten Ebene einschränken wollen, unterhalten. Jetzt machen wir erstmal in den nächsten Minuten ein bisschen Pause, geben zurück zur Werbung und sind in ein paar Minuten wieder da. Wir auf jeden Fall und hoffentlich Sie auch. Vielen Dank erstmal für die zweite Runde. Willkommen zurück in Hamburg zur dritten Runde bei Butter bei die Fische heute mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und dem Thema Meinungskampf statt Menschenwürde. Wie schützen wir unsere Freiheitsrechte? Wir haben gerade über die diversen Schwierigkeiten der Strafverfolgungsbehörden im Bereich der sozialen Medien gesprochen, bei Verstößen geltendes Recht umzusetzen. Mit Blick auf den Bereich des Schutzes der persönlichen Daten sieht das aber ganz anders aus. Stimmt Sie die Datensammelwut von den Facebooks, Googles, Apples, Microsofts da nicht manchmal sogar viel nachdenklicher, als wenn es um Hate Speech und Ähnliches geht? Ist das nicht eine, ich sag mal, zum Teil sogar freiwillig geopferte Form von Freiheitsrecht, was man sich erkauft durch eine scheinbare Form von Bequemlichkeit bei der Suche, bei Suchmaschinen oder anderen Dingen? Also, dass ich gezielt Angebote nutze, mich hoffentlich darüber informiere, was für Daten damit dann auch generiert werden, ja auch teilweise technisch Datenspuren, das kann ich ja so gar nicht nachvollziehen unbedingt, aber dass ich per se sage, ich nutze das alles nichts, das würde ich niemandem empfehlen, auch wenn damit verbunden ist, dass natürlich Daten preisgegeben werden und dann auch verarbeitet werden. Aber es ist ganz wichtig, dass dem Einzelnen deutlich erleichtert wird, zu wissen, was davor
vor sich geht. Es war ja wirklich so, bevor auch die Datenschutzgrundverordnung jetzt ein Jahr in Kraft kam, ich glaube, vielen war gar nicht bewusst, dass die Daten auch an Dritte weitergegeben werden, was ja nicht so selbstverständlich ist. Wenn ich mit jemandem in eine Vertragsbeziehung trete, möchte ich das ja schon wissen. Also es darf ja nicht pauschal generell so erfolgen. Ich muss es ein bisschen holzschnittsartig machen, aber auch was an Profilbildung natürlich möglich ist, weil mit den verschiedenen Formen, erstmal ganz viele Daten, Big Data, dann die unterschiedliche Form von Vernetzung, führt eben dazu, dass am Ende auch eben diese Einschätzbarkeit künftigen Verhaltens in einer Art und Weise stattfindet, wie man sich das, glaube ich, nicht eigentlich zu Beginn hat vorstellen können. Verfassungsschutz würde das gerne haben, glaube ich. Wunderbar, also da wird das schon viel geliefert. Also ich gehöre nicht zu denen, zum Beispiel der Seron Lenier sagt, kündige deinen Facebook-Account. Aber man glanzt sofort, weil das, was die da anstellen, fürchterlich. Was ist das für eine Botschaft an junge Leute, die sagen, ihr seid die alten Knacker hier? Also ich meine, der Seron Lenier kommt ja nun aus der Szene. Der ist von Microsoft einer der Entwickler überhaupt gewesen, auch der virtuellen Realität. Also der weiß, wovon er spricht. Aber ich merke das in vielen Gesprächen, also den Menschen dann zu sagen, hört damit auf mit dem Spuk, das geht vorüber, ist erstens eine Behauptung, die nicht eintreten wird und zweitens hilft sie auch nicht. Also selbstbewusster damit umzugehen, die Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt, aber es sind schon unglaublich gigantische Datenmengen und Berge und was daraus gemacht werden kann, gerade auch dann mit Blick vielleicht im Gesundheitsbereich und Versicherungen und sonstigen, das ist schon gigantisch und da muss einfach das Bewusstsein, eben auch so ein kritisches Reflexionsbewusstsein geweckt werden. Also die persönliche Form von fachlicher Kompetenz und Interesse an dieser Stelle, ist es das, was Sie sagen? Es ist wichtig. Es ist wichtig, das, was wir immer mit Medienkompetenz, da denken immer viele, was heißt Medienkompetenz? Aber, dass man eben doch, und zwar möglichst früh, das ist für die uns Spätgeborene, sage ich mal, ein bisschen schwieriger, aber für die jungen Menschen, die damit aufwachsen, natürlich auch ganz entscheidend, dass man nicht nur weiß, wie man was technisch bedient, sondern dass man auch ungefähr weiß, was da vor sich geht. Und das muss ganz, ganz früh erfolgen, denn das prägt ja dann das ganze, die ganze Entwicklung, das ganze Lernen und es prägt das eigene Verhalten und es kann eben auch letztendlich bis zum Suchtverhalten führen. Um es jetzt mal nochmal nach vorne zu treiben. Wir haben im Bereich künstliche Intelligenz Entwicklungen vor uns, die bedeuten, dass Maschinen miteinander sprechen. Wir haben im Bereich durch die Neuentwicklung von 5G als neuen Datenfunkübertragungsstandard genau die Grundlagen geschaffen, dass irgendwann mal unser Auto ein selbstfahrendes ist und beispielsweise enorme Chancen in ländlichen Regionen dadurch entstehen, dass Fahrzeuge dann da sind, wo ein Fahrwunsch entsteht und ein öffentlicher Nahverkehr nicht gewährleistet werden kann, einfach weil zu wenig da ist. Das hat ja auch seine Vorteile und seine Chancen. Aber begeben wir uns nicht in die Gefahr, einen digitalen Striptease irgendwo zu begehen, wenn wir demnächst noch mehr Daten, mit denen wir zugegebenermaßen von A nach B kommen oder andere angenehme Dinge tun, weil diese Daten werden tatsächlich überall und nicht mehr kontrollierbar irgendwo hingebracht. Wer hat denn aus Ihrer Sicht hier eine Führungsaufgabe, eine entsprechende Form von Deckel auf dem Topf drauf zu halten. Wenn die Zahnpasta draußen ist, kommt sie bekanntermaßen nicht wieder zurück in die Tube. Ja, also nehmen wir mal die künstliche Intelligenz der Zahnpasta aus der Tube. Künstliche Intelligenz, also auch eine Technik, Algorithmen mit ganz bestimmten Möglichkeiten, selbstlernend, sich weiterentwickelnd, die es auch jetzt schon gibt, also müssen nicht so tun, als kommt das dann irgendwann. Und natürlich auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich auch viele positive Ansätze mit für Erkennung von Krankheiten, Analyse und sonstigen Dingen mit sich bringt. Aber ich bin der Meinung, man muss eben neben diesem ganzen Potenzial an Fortschritt, dass das in sich birgt, einfach auch sehen, erstens ist es menschengemacht. Also nicht so tun, als sei da jetzt nur so eine Technik und die entwickelt sich halt da irgendwie. Die Grundlagen werden von Menschen gelegt. Auch, dass sie sich dann weiterentwickeln und dann natürlich sich in eine Richtung entwickeln können. Das haben ja schon Versuche ergeben. Da wollte man erst eine freundliche Kommunikation haben und der wurde dann zum Rassisten aufgrund bestimmter Dinge, die ihm gesagt wurden. Und dann ist ein diskriminatorischer Effekt natürlich auch da drin enthalten. Und deshalb gibt es zu Recht die Debatte, und zwar außerhalb Deutschlands sehr viel stärker als bei uns,
Was braucht es auch für Anforderungen an künstliche Intelligenz mit Blick auf, wer hat die Verantwortung, wie ist es kontrollierbar? Dann kommen wir auch zur Transparenz. Kein Fall diskriminierend sein dürfen. Anforderungen an Technikgestaltung ist ganz, ganz entscheidend. Und die Ethikkommission in Deutschland, die ja auch sich mit diesen Fragen befasst, hat jetzt gerade einen Bericht vorgelegt, wo sie auch eine Aufsicht über Algorithmen fordert, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Also nicht einfach sich nur sowas entwickeln lassen, weil Techniker, die haben ihren Spaß, die sind unglaublich drin und das ist ganz toll, was dann da rauskommt. Aber auch beim autonomen Fahren, da sage ich mal ganz rigide, wenn nicht eine absolut sichere Infrastruktur da ist und ganz kritische Grenzfragen gelöst werden, kann man ein absolut automatisiertes Fahren einfach nicht erlauben und nicht vertreten. Würde das bedeuten, dass Sie die Haftungsfrage als den Schlüssel auch zu der Frage des autonomen Fahrens ziehen? Also Verantwortung heißt auch Haftung. Und da ist zum Beispiel bei automatisierten Fahren, wir kennen ja teilautomatisiertes Fahren, Unterstützung dadurch, alles wunderbar. Aber irgendwo gibt es noch ein Lenkrad und da habe ich nochmal meine Hand drauf und kann vielleicht auch nochmal eingreifen. Wobei Technik vieles auch sicherer machen kann, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es ist überhaupt nicht geklärt, wer hat ein Recht auf welche Daten, liegen die beim Hersteller, liegen die beim Autofahrer, wir haben hier auch noch einen Halter, dürfen Versicherungen Daten bekommen, was ist beim Unfall, wo kriege ich welche Daten her, weil es kann ja auch die Technik nicht funktionieren, bin ich gar nicht selbst schuld. Also ganz viele Punkte, die bisher auch nicht geklärt sind, die müssen Sie auch gesetzgeberisch klären. Kann ich das nicht einfach mal nach dem Motto, wird schon mal ein Gericht irgendwann was sagen? Ich kann nicht mit so einer technologischen Entwicklung einmal wirklich auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, bevor diese Grunddinge nicht geklärt sind. Und da fehlt noch vieles. Das ist mit Strategie auch der Bundesregierung, der digitalen Strategie. Aber ich vermisse auch wirklich, dass das ganz anders mit Input von der Politik auch breit diskutiert wird, breiter diskutiert. Das ist eine Bringschuld auch derjenigen, die zum Beispiel in der Großen Koalition sind. Weil da muss das ja, da wird die Gesetzgebung gemacht. Wenn Sie das, oder nicht gemacht. Wenn Sie das, ich höre hier leises einzelnes Klatschen. Wenn Sie das mit dem autonomen Fahren nochmal nehmen, wir haben einen enormen Bedarf, eine enorme Chance an Potenzial, dass wir Entwicklungen mit vorantreiben. Haben wir nicht trotzdem eine Gefahr an dieser Stelle, dass wir technische Entwicklungen aufgrund von zu langen, nicht tiefgehenden Diskussionen in Politik und Gesellschaft auch verpassen? Weil am Ende des Tages machen es amerikanische Unternehmen, chinesische Unternehmen, russische Unternehmen an dieser Stelle, die halt eine Sekunde weniger lang nachdenken. Oder sollte uns das diesen Preis wert sein, einen technologischen Führungsanspruch gegebenenfalls zugunsten moralischer Instanz und rechtlicher Sicherheit aufzugeben? Also so richtig diesen technologischen Führeranspruch haben wir ja, was Digitalisierung angeht, ja schon sowieso nicht. Also da sind einfach andere ganz anders vor. Deshalb wird ja bis heute, gerade auch jetzt wieder debattiert worden in Foren, gibt es nicht doch noch irgendwie ein europäisches Netz und wie kann man da was sicherer machen? Weil alles, was natürlich in einem Netz ist, was in Cloud gespeichert wird, damit ist auch ein Zugriff eröffnet, ob erlaubt oder nicht erlaubt, aber natürlich ein Potenzial da, was auch unerlaubterweise vielleicht genutzt werden kann. Und dass natürlich Hacker auch Sicherheitslücken nutzen werden, ist doch ganz klar, wie vielleicht auch manch andere. Und wenn ich eben eine Strukturinfrastruktur schaffe, und das ist das IT-Grundrecht, was wir haben, das sagt, der Staat verantwortet die sichere Infrastruktur. Und wenn man die unverzichtbar braucht, dann ist natürlich auch der Staat haftbar dafür, wenn es dann nicht funktioniert. Und das ist gerade fürs automatisierte Fahren, aber generell für viele Leitsysteme im Verkehr die entscheidende Voraussetzung. Und von daher bin ich nicht gegen die Technik, aber verantwortbar halte ich sie zum jetzigen Zeitpunkt, zum wirklich breiten Einführen außerhalb der Teststrecke von München nach Nürnberg eben noch nicht. Warum? Weil da so viele Unfälle passieren können? Und nee, weil die fahren da alleine vor sich hin, da ist ja sonst nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie in Neapel oder auch in München in Stoßzeiten das so funktioniert. Vor allen Dingen, was machen Sie denn mit den Leuten, die sagen, ich will aber noch mit dem Lenkrad fahren, ich habe noch ein altes Auto. Bin ich dann verpflichtet, nur das Automatisierte zu nehmen? Nein, also Sie brauchen das Miteinander. Das stellt die Techniker vor unglaubliche Herausforderungen. Und deshalb sollte man die machbaren Schritte, auch was mit Carsharing und all diesen Dingen zusammenhängt, auch mit Unterstützung,
Unterstützung, gerade auch für ältere Menschen. Das sollte man tun, aber nicht so ein Ziel, so nach dem Motto, das automatisierte Fahren ist jetzt das, was wir als das Allerwichtigste für die nächsten 2 Jahre sehen. Gibt es andere technologische Entwicklungen? Das Allerwichtigste, was wir jetzt für die nächsten 2 Minuten haben, ist, dass wir zurückgeben von Hamburg zurück in unsere Studios und dort Werbung machen, Geld verdienen und in ein paar Minuten wiederkommen. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank für Runde 3 Ihnen. Das Zuhören ist gleich. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei mir sind. Willkommen zurück in Hamburg zu unserem Endspurt bei Butter bei die Fische mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und dem Thema Menschenwürde statt Meinungskampf. Wie schützen wir unsere Freiheitsrechte? Zur deutschen Realität gehört auch, dass es seit dem 1. Juli 2017 eigentlich eine Vorratsdatenspeicherung der Großen Koalition geben sollte. Diese ist allerdings bislang sozusagen auf Eis gelegt, bis die vielen Klagen unter anderem in Karlsruhe, bis der Europäische Gerichtshof und noch ganz, ganz andere Instanzen an dieser Stelle geurteilt haben. Das heißt, nur damit Sie das möglicherweise auch wissen, es geht im Prinzip darum, die Verkehrsdaten von allen, die Festnetzhandy oder Internet benutzen, zu speichern. Also man weiß dann, wer hat wann, mit wem, von wo telefoniert. Diese Daten werden aber dann ohne Anlass und Verdacht 10 Wochen gespeichert, Standortdaten 4 Wochen, Mails und Inhalte also bleiben außen vor. Ganz ehrlich, liebe Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Verbindungsdaten werden ja schon heute, Stichwort Rechnung, konkret mindestens 6 Wochen von den meisten Anbietern vorgehalten. Warum sind 4 Wochen mehr, 4 Wochen länger Speicherung ein so starker, bedrohlicher Faktor? Was machen die 4 Wochen aus? Es geht nicht um die 4 Wochen. Es geht darum, dass der Staat anordnet, dass ohne jeden Grund, ohne dass irgendein Bezug zu einer terroristischen Gefahr oder einer organisierten Kriminalitätsbewegung oder irgendetwas da ist, dass von allen Bürgerinnen und Bürgern, die kommunizieren mit was auch immer, dass von denen ohne eben diesen Grund zu irgendeinem konkreten Anlass, im weitesten Sinne, auf Halde gelagert werden, um dann auf sie zugreifen zu können. Und das zu Recht haben bisher alle obersten Gerichte, inklusive auch des Europäischen Gerichtshofs, für diese Richtlinie in Europa, die das alles ausgelöst hat, auch die nationale Gesetzgebung, gesagt, anlasslos von allen Bürgern diese Daten, die ja über das Aufschluss geben, technisch, weil da kann ich ganz viel mit verbinden und rauslesen, was und wie wir kommunizieren. Und das ist doch etwas, was wirklich in unser Privateste geht. Das geht niemanden anderen etwas an. Und deshalb anlasslos ist der Punkt, ohne dass es einen Anlass gibt. Also eine Rechnung bei einem Dienst Telekom, die wird eine gewisse Zeit gespeichert. Und wenn ich merke, da stehen 1.000 Euro zu viel drauf auf meiner Rechnung, dann kann man nachvollziehen, haben die irgendeinen Mist gebaut, ist da irgendeine Querschaltung da oder so. Hier geht es darum, dass der Staat die Daten nutzen will für seine Zwecke, Zwecke der inneren Sicherheit, Erhalt der inneren Sicherheit, aber in einer viel zu weiten Dimension. Und von daher ist es absolut richtig, und man hätte gar nicht so ein langes Verfahren brauchen müssen, dass das jetzt auch überprüft wurde und dass das im Moment in Deutschland nicht angewandt werden darf. Und ich finde eigentlich den Skandal daran, dass trotz dieser Entscheidungen Verfassungsgerichtshof, Europäischer Gerichtshof, immer wieder die Politik kommt und dasselbe wieder machen will, obwohl doch schon gesagt worden ist, wo die Grenzen sind, was geht und was nicht. Aber die Behörden dürfen ja eh nur, auch jetzt schon, nur bei schweren Straftaten nutzen, also wie organisierte Kriminalität oder Terrorismus. Ja, aber der Katalog ist schon ziemlich lang. Also wenn Sie da mal so reinschauen. Richterliche Erlaubnis. Ja, natürlich, klar. Aber wo steht denn geschrieben, dass es legitim ist, dass diese Daten ohne irgendeinen Grund gespeichert werden? Da hat das Verfassungsgericht zum Beispiel ganz große Probleme gehabt, nicht nur, dass es anlasslos ist, sondern wo werden die denn gespeichert? Auf welchem Rechner liegen die denn? Hat da noch irgendeiner eine Kontrolle drüber? Hat die Vorgaben gemacht? Das muss also letztendlich der Kontrolle unterliegen. Also muss das hier stehen, das darf nicht irgendwo auf dem Cayman Island oder so sein. Und das ist nicht eine harmlose Kiste. Also es wird immer versucht, das so runterzuspielen, so nach dem Motto, die paar Wochen macht doch nichts, auf eure Daten da, berührt euch doch gar nicht, könnt ihr verzichten. Jetzt mal operativ eine operative Realität. Du hast ein Verfahren, eine Beobachtung von irgendeinem Verdächtigen, möglicherweise nicht Deutsch sprechen, du brauchst Übersetzer, du brauchst alles Mögliche, du brauchst 24 Stunden, du brauchst 4 Teams und alles Mögliche, was halt im Bereich organisierte Kriminalität, Terrorismus, egal von woher, notwendig ist.
Und es kann ja schon mal dauern, dass der Übersetzer, der den Slang X aus dem Dorf Y nicht kann, länger braucht, sodass dann einfach Zeit ins Land geht. Ist die Sorge nicht berechtigt, dass möglicherweise, wir haben 36.000 extremistische Straftaten nach Verfassungsschutzbericht letztes Jahr gehabt, hat das BKA festgestellt, also eine Zunahme an der Stelle, und zwar egal, ob das nun religiöse Fanatiker oder Links- oder Rechtsextreme waren, aber es gibt mehr davon. Ist nicht die, zumindest die Möglichkeit an dieser Stelle, dass man sagt, pass mal auf, das sind 9,5 Wochen oder 7,5 Wochen oder 8,5 Wochen, in denen schaffe ich das schlicht und ergreifend nicht, so weit zu kommen, dass ich das, was ich brauche, abfragen kann? Also man muss unterscheiden. Einmal, anlasslose Vorratsdatenspeicherung betrifft die technischen Daten der Kommunikation. Das, was Sie ansprechen, dass ich Probleme habe, einen Dialekt zu erkennen, was übersetzen muss, ist eine Telefonüberwachung, eine Kommunikationsüberwachung mit den Inhalten. Das ist sowieso unter engen Voraussetzungen, aber auch mit einem konkreten Verdacht, bezogen auf bestimmte Personen möglich. Da bin ich in einem ganz konkreten Bereich, da habe ich Anhaltspunkte und da haben wir ja nach den gesetzlichen Regelungen eher die Möglichkeit, dass wer weiß, was wir verlängern können und so fort. Und Sie haben ja in privaten Räumen ganz strikte Vorgaben, ganz eng gefasst, aber sogar da können Sie gewisse Dinge, wenn Sie konkrete Anhaltspunkte, zum Beispiel für eine Verabredung, für einen Sprengstoffanschlag oder irgendwas haben, auch hineinhören. Also das ist gegeben, das ist auch gar nicht der Punkt, der die Polizei jetzt, sage ich mal, stört, wo Sie sagen, das fehlt uns, wer weiß wie. Und ich ärgere mich, dass man nicht das macht, was geht nach den Vorgaben, auch jetzt aus unseren Grundrechten hergeleitet, sondern immer sagt, also das andere ohne dem sind wir mit anlasslosen Daten, da sind wir ganz verratzt, wenn wir das nicht haben. Das sind ja dann nicht nur die Telefondaten, Flugpassagierdaten wird auch von jedem verlangt, ohne dass irgendein Bezug ist, dass Sie jetzt, sagen wir mal, zur Kategorie von Menschen gehören, die man per se wegen Ihres Verhaltens als gefährlich einschätzt. Sie haben falsch studiert, Sie haben eine falsche Religion, Sie kommen aus dem falschen Ort, dann haben Sie noch ganz viele fürchterliche Visa und dann haben Sie noch eine verkehrte Meinung und so weiter. Also das kann eben Kreise ziehen und deshalb ist es so wichtig, dass man darüber auch ringt, dass man nicht sagt nach dem Motto, naja, wenn es vielleicht irgendeinen Erkenntnisgewinn gibt, mir macht's ja nichts, soll das doch alles genutzt werden. Und da bin ich echt auf der Barrikade, weil wenn man da nicht auch noch mal reflektiert Grenzen einzieht, dann können wir wirklich sagen, hier habt ihr doch alles von uns. Sie von der Barrikade wieder runterzubringen. Ich habe mir die Geschichte angeguckt, zum Beispiel bei Charlie Hebdo, bei dem Anschlag in Paris. Dort hat man die anlasslose Datenvorratsspeicherung bereits gehabt. Die hat man auch jetzt in Frankreich genutzt. Man hätte den Terrorist nicht gefunden, wenn er nicht so blöd gewesen wäre. Ausweis im Auto liegen zu lassen. Also es gehört ja schon auch eine ganze Menge auch menschliche Human Intelligence und entsprechender Infrastruktur und eine wirkliche bewusste Form von Gesetzesumsetzung dazu, um aus einem Inhalt, aus einem Datensatz und aus anderen Dingen ein volles Bild zu bekommen. Haben wir die richtigen Schwerpunkte an dieser Stelle, gerade jetzt mit den Anschlägen von Halle, gerade jetzt mit ganz, ganz vielen anderen Punkten in dieser Debatte, könnte es nicht sein, dass wir noch zu stark auf verkehrte politische Reizworte gucken? Also inzwischen ist in meinen Augen zu spät, aber immerhin jetzt doch erkannt, dass gerade der Rechtsextremismus in unterschiedlichsten Ausprägungen doch mit einer der größten Gefahren ist, und zwar von einer Dimension her, die man so vorher wohl nicht erfasst hatte, aber in meinen Augen zu spät, weil spätestens seit den Morden der NSU-Gruppe, wo bis heute nicht ganz klar ist, wer alles noch dazugehört, die ja weit zurückgeht, wo man viele Erkenntnisse hatte, aber auch aus dem, was dann, nachdem man da jahrelang in die falschen Richtungen ermittelt hatte, immer aus dem Umfeld der Opfer heraus, jetzt gesehen hat, da war ein Netzwerk, ein wirklich auch sehr aktives Netzwerk, weit über einige Thüringen oder Sachsen, wo auch immer an Orten, wo der Ursprung war, hinweggehend. Und da ist man nicht zu der Bewertung gekommen, die eigentlich naheliegend war, sondern vielleicht auch will man es nicht, jedenfalls daraus zu sagen, das sind doch nur ein paar Einzelne und jetzt haben wir eine auch verurteilt, die Frau Schäpe, und ein paar andere noch, die da so Mitläufer waren. So wie alles bisher an Informationen vorliegt, ist das natürlich eine viel breitere Vernetzung, als angenommen wurde. Jetzt Mord an Lübcke, dann jetzt in Halle der Anschlag. Einzeltäter, Lübcke war der Regierungspräsident von Darmstadt. Regierungspräsident Kassel. Der Kassel, ja.
ist jetzt die Frage, sind das auch wieder nur Einzeltäter oder sind sie irgendwie anders vernetzt? Und die große Schwierigkeit, so wie ich das verstehe, ist, dass wir nicht mehr so organisierte Gruppen haben, die man wirklich so zusammen überblicken kann und sagen kann, aha, hier sind die 60 oder hier sind die 15 oder wie auch immer, die also fest einer Gruppierung zuzuordnen sind, sondern dass es viele gibt, die eher isolierter sind, aber natürlich in Netzwerke nutzen, in Netzwerken sind, damit aber viel weniger auffallen und es schwieriger ist, sie zu erfassen und als Gefährder, auch ein schwieriger Begriff, zu versuchen zu identifizieren, um sie dann im Blick zu haben. Denn natürlich geht es ja darum, wie kann man Menschen, die solche Anschläge planen, möglichst frühzeitig im Blick haben, um eben auch so etwas zu verhindern. Das ist ja eigentlich die größte Herausforderung, die wir haben. Unsere letzte Minute läuft. Ganz kurze Frage, deswegen möchte ich es nicht beenden, das Gespräch, ohne eine Frage, Sie loszuwerden. Wenn wir 70 Jahre Grundgesetz haben, die nächsten 30 Jahre, brauchen wir eine deutsche Verfassung 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution? Nein, wir brauchen jetzt kein Update dahin, dass wir jetzt eine neue Verfassung schreiben und sagen, jetzt holen wir das nach, was vielleicht damals in einem ganz kurzen Momentum möglich gewesen wäre, in einem ganz kurzen Zeitraum. Nein, kein generelles Update der Verfassung. Nee. Das war's für heute aus dem Amerika-Zentrum in Hamburg. Herzlichen Dank, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, für diese spannende Runde. Ihnen allen fürs Zuhören und hier sein. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank an die Kooperationspartner von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die intellektuelle Beinfreiheit, diese Sendung so zusammenzustellen, wie sie zusammengestellt wurde. Der Radio Group für den guten Sendeplatz und Red Piñata für den guten Ton und das gute Bild. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Ansonsten sagen Sie es mir. Wir kommen dann auch mit dem Talk im schlimmsten Falle gerne zu Ihnen in Ihre Stadt oder dahin, wo Sie uns haben mögen. Inzwischen eine gute Zeit und denken Sie an Ingeborg Bachmann und ihren Satz, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Kommen Sie gut nach Hause, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Butter bei die Fische.